Welcome to Tovar Tag Inside. Erste Station war jetzt Thema Reaktion, Nahdistanz, haben angefangen mit ein bisschen Ballhandling, ein bisschen die Synapsen wach werden lassen und sind dann übergegangen in Spielsituationen, anfallen, erste Drittel reagieren, mit der Flanke übergehen, reagieren. Das war das Thema hier für die erste Station. Guter Auftaktsgrill, gut. Und komm wieder rein. Mit Power. Komm. Und da. Geh noch ein bisschen mehr, jetzt ein bisschen mehr. Beide Arme in Voll. Und wieder. Sehr gut. Also, was wir jetzt gerade gemacht haben, war das Abdrücken zum Ball auf die Seite weg, wo wir dann im körperfernen Bereich mit einem Auftaktschritt, mit einer explosiven Vorfußbewegung in den Ball reingehen wollen, wo wir dann mit zwei Schultern, mit der letzten Entscheidung, dann, ob wir jetzt übergreifend, untergreifend sichern oder wuchtig abwehren, mit zwei Schultern den Ball agieren wollen, um dann eine klare und saubere, explosive Aktion auf die Seite zu bringen. Ja, wir waren im Bereich der Raumverteidigung, Querpassverteidigung, weil in den letzten Jahren wirklich aufgefallen ist, dass ganz viele Bälle durch den Fünfer gehen. Die Bälle werden von den Torhütern nicht angegriffen und dann steht der Stürmer in der Mitte und haut den Ball einfach rein. Und
den Jahren hat sich das jetzt so entwickelt, dass man das in der Form so trainiert, dass die Torhüter halt am Pfosten stehen, so ein bisschen im aufgeklappten Modus und dann, wenn die Bälle dann scharf durch den Fünfer gehen, dass sie die Bälle angreifen können und dann halt die Gefahr, die in der Mitte entstehen könnte, schon vorher eindämmen und die Situation lösen.